Herzlich willkommen bei Elektrofahrrad 24. Wir sind hier am Stand von Yamaha und Yamaha feiert 30 Jahre E-Bike. Hier gibt es gleich so eine kleine Party auch. Wir wollen später vielleicht auch mitfeiern. Vorher gibt es aber auch noch was zu besprechen, nämlich die große Neuheit von Yamaha hier auf der Messe ist ein neuer Motor. Mehr darüber kann uns der Joel erzählen von Yamaha. Herzlich willkommen, Joel. Danke, dass du die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Ja, gerne, gerne. Ja, hier habt ihr den aufgeschraubt, euren neuen Yamaha PWXM. Genau, hier haben wir einmal so ein 3D-Explosionsmodell vom XM stehen, diese Jubiläumsedition. Das ist ein sehr sportlicher Motor, der eigentlich sowas wie euer neues Top-Modell sein wird, wenn wir über Sportlichkeit, über Leistung, über geringes Gewicht reden, ne? Also definitiv. Also bezüglich des Motors, das ist ein reiner Sportmotor. Den wirst du jetzt nicht in einem Trekkingrad oder in einem Cargo-Bike finden, weil da ist er einfach nicht anzusiedeln. Ja. Es ist quasi eine abgekupferte, edlere, leichtere Version des PWX3, der letztes Jahr neu gekommen ist. Wie viel leichter und vor allen Dingen, wodurch ihr das Gewicht gespart habt? Der Motor wiegt im Ganzen 2,6 Kilo. Wir sparen knapp 250 Gramm im Vergleich zum PWX3. Und wir sparen das Gewicht hauptsächlich durch das Casing, was komplett aus Magnesium ist, im Gegensatz zu dem anderen, wo es aus Aluminium ist. Okay. Und auf der rechten Seite, auf der Antriebsseite, haben wir was am Lager abgeändert und die Dichtung verbessert, wodurch wir erstmal eine bessere Dichtung haben gegen Schmutz und Feuchtigkeit im Motor. Und auch da konnten wir nochmal an Gewicht sparen. An sich ist das ja in Motor für sehr sportliche Fahrräder. Eigentlich muss man sagen, wie eher so für den EMTB-Rennzirkus. Wenn du sagst, die hat in Dichtung was gemacht, war der Sound da für euch auch wichtig, dass der nochmal leiser wird? Oder sagt ihr, nee, der Motor muss einfach performen, das ist uns an der Stelle eigentlich egal? Das war jetzt nicht primär bezüglich Geräuschentwicklung oder sonstiges. Im Vergleich zum PWX3 klingt der ziemlich gleich. Es ist eher so, dass wir versuchen, den Motor komplett sauber von innen zu halten, weil gerade durch Magnesium können wir elektronische Fehler relativ schnell und leicht bekommen, falls Feuchtigkeit eindringen könnte, weil Magnesium einfach sehr schnell reagiert auf Feuchtigkeit. Okay. Dementsprechend haben wir da den Fokus drauf gelegt. Das ist eine limitierte Version. Davon gibt es nicht unzählig viele. Sag doch mal bitte, wo einem vielleicht dieser Motor vorbei. Genau, also wir produzieren nicht unendlich viele von diesen Motoren und das wird jetzt nicht inflationär in jedem zweiten Cargo-Rad oder Trekking-Bike erscheinen, weil dafür der Motor auch schlussendlich wahrscheinlich zu teuer ist. Der Fokus liegt da eher auf hochpreisige, edle, sehr, sehr auf Gewicht fokussierte Fahrräder von diversen Herstellern. Ja. Und dann aber auch irgendwelche Teams von Herstellern Richtung EBS oder sowas? Oder? Definitiv. Dafür wird so ein Motor produziert. Ja. Gerade wegen dem Gewicht, dann wird er auch erst interessant für Teams. Ja. Und gibt es schon was? Kannst du vielleicht was verraten? Habt ihr an dem Motor schon was gelernt, wo er sagen wird, okay, das ist tatsächlich ein Detail, das wird später vielleicht mal in so ein Serienmodell mit einfließen? Weil darum geht es ja meist eigentlich bei solchen Sachen, ne? Was für die Serie zu lernen. Definitiv. Also wenn du genau hinschaust, haben wir hier vorne am Case Kühlrippen angebracht, um einfach nochmal eine bessere Kühlung des Motors selbst zu bekommen. Ja. Und gerade bezüglich Kühlung bei diesen kleinen, kompakten E-Bike-Motoren, da legen wir momentan den Fokus drauf und das werden wir auch in Zukunft übernehmen. Schauen wir mal, wann wir die nächsten Kühlrippen an einem Serienmotor bei euch entdecken. danke für die kurzen Einblicke in den neuen XM. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht taucht das eine oder andere Bike mit dem Motor bei uns auf dem Kanal auf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert ihn vielleicht extra. Dann geht es euch nicht durch die Lappen. Wie gesagt, nochmal danke fürs Zusehen und bis hoffentlich demnächst. Ciao. Ciao.